Spiel 7. Kopfrechnen. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Da kommt doch Freude auf, oder? Ihr spielt gleichzeitig, löst die Kopfrechnung, dann buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Dann wollen wir mal beginnen. Absolut richtig. Dann machen wir mal voran. Eisbär. Super. Neue Runde, neues Glück. Oder so. Steffen, das stimmt nicht. In diesem Fall wäre das richtig. 33. Und unser Spiel geht weiter. Bravo, richtig. So, pass gut auf. Eisbär. Die Antwort ist richtig. Es geht weiter. Sehr auf. Stefan, das akzeptiere ich als richtig. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Leider nicht. Nein! Dann sag ich mal die korrekte Antwort. 16. Obacht, wir machen weiter. Eisbär. Richtige Antwort. So sieht ein Sieger aus. Der neue Kopfrechnenkönig. Ja, so ist das gut. Jetzt mal ein kurzer Überblick. Spiel 8. Fangen. Dieses Spiel wird euch gefallen. Ihr spielt gleichzeitig. Ihr sitzt euch gegenüber. Einer hält eine Schnur mit einer Figur, der andere hält einen Würfelbecher. Es wird gewürfelt. Wenn eine 1 oder 6 gewürfelt wird, muss der eine Kandidat die Figur so schnell wie möglich wegziehen. Der andere muss sie mit dem Becher fangen. Wenn der Kandidat mit der Figur entkommt, erhält er einen Punkt. Wenn nicht, erhält der andere einen Punkt. Wenn keine 1 oder 6 gewürfelt wird und ihr die Figur wegzieht, bekommt euer Gegner einen Punkt. Nach 2 Runden wird Becher und Figur getauscht. Derjenige, der zuerst 5 Punkte hat, hat gewonnen. So, dann starten wir einfach. Eisbär, wir beginnen mit dir als Fänger und deinem Gegenüber als Gejagten. Da hast du aber schnell gezogen, Stefan. Och, ich kann noch schneller. Eine neue Runde. Eisbär. Was war das? Der Punkt geht an die andere Seite.
Dann beginnen wir eine neue Runde. So, jetzt tauschen wir mal die Rollen. Und schnapp. Nicht schlecht. Dann wollen wir mal wieder. Na, du hast deine Figur ja blitzschnell gerettet. So, dann wollen wir mal wieder. Damit das Spiel fair bleibt, tauscht ihr eure Rollen. Der Gejagte wird zum Fänger und umgekehrt. Eisbär, das war korrekt. Ein Punkt für dich. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe schon. Gefangen! Ein Punkt für dich. Wir beginnen eine neue Runde. Aus dem Fänger wird der Gejagte und umgekehrt. Falsch. Ich weiß, meine Hände sind schneller als mein Hirn. Eisbär, du hast Fangen gewonnen. Das ist ein tolles Reaktionsvermögen. Das war ja ein Klacks. Jetzt mal ein kurzer Überblick.